Herzlich willkommen bei Kreativ Charlie. Heute möchte ich den Cricut Joy mit Foil Quill verwenden. Für den Cricut Joy gibt es keinen speziellen Applikator für Foil Quill und trotzdem möchte ich es mal probieren. Ich habe mir im Design Space einen Kreis, der geschnitten wird und ein Herz, das gezeichnet wird, zusammengelegt und wähle jetzt hier die kleine Matte für den Cricut Joy, weil ich ein ganz normales Vinylfolienstück verwenden möchte. Ich möchte auf dieses Vinylfolienstück mittig ein Herz aufzeichnen lassen mit Foil Quill und klebe deshalb jetzt diese Folie, diese Vinylfolie, ziemlich in der Mitte auf die Matte. Ich klebe immer mittig auf die Matte, wenn ich etwas mit Foil Quill mache, weil man diese Folie, die dann auf die Vinylfolie hier zum Beispiel aufgelegt wird, ja mit Washi-Tapes fixieren muss. Und das ist immer optimal, wenn man nicht ganz außen an der Matte ist, wo dann die Rollen sind. Also ich versuche das immer so mittig zu legen, dass diese Rollen dann nicht über diese Washi-Tapes fahren müssen, über die Folie fahren müssen. Ich empfehle euch auch, dass ihr nicht spart mit den Washi-Tapes, weil es kann dann ganz gut sein, wenn man zu wenig hat, dass das auch mal zerreißt auf der Folie und das ist dann schade, das kann man dann fast nicht mehr retten. Ich habe hier den Foil Quill Stift genommen und habe mit Washi Tapes den Stift etwas dicker gemacht. Ich habe dazu das Messer daneben gehalten und mir geschaut, bis wohin, dass ich dann den Foil Quill Stift in die Maschine setzen kann, damit ich unten den exakt gleichen Abstand habe wie beim Messer. Nun möchte ich mal sehen. Jetzt sind wir gespannt, ob das wohl klappen kann, dass wir hier den Foil Quill verwenden können. Wir lassen die Maschine los. Ich habe jetzt hier extra die Geschwindigkeit vom Video erhöht. Wie üblich, wenn ich etwas am Schneiden oder am Plotten bin, dass das nicht langweilig wird, wenn wir jetzt hier der Maschine zusehen. Obwohl, dem kleinen Cricut Joy könnte ich stundenlang zusehen. Ich bin immer noch ganz fasziniert von dem kleinen Gerät. Design Space hat mir nun gesagt, dass fertig gezeichnet ist. Ich soll jetzt das Messer einlegen. Das machen wir auch. Geht beim Joy sehr leicht. Kann ich einfach einlegen. Und jetzt lasse ich mir den Kreis noch schneiden. Ich schneide meistens direkt durch die Folie. Das ist eigentlich kein Problem. Die Folie ist so dünn, dass spielt keine Rolle, da muss man nicht vorher die Folie noch entfernen. Jetzt kommt der große Moment. Hat das geklappt oder hat es nicht geklappt? Ja, wunderbar! Da ist ein schönes goldenes Herz jetzt auf dieser blauen Folie. Das gefällt mir sehr gut, ist genau das Resultat, das ich haben wollte. Ich habe jetzt hier so ein kleines Taschenspiegelchen. Das möchte ich mit diesem Herzen verzieren. Dazu löse ich mal erstmal diese Folie etwas an, damit es nachher gut geht. Jetzt habe ich hier einen Wasserspray, da habe ich Wasser und ein wenig Spülmittel drin. Da kann ich dann diese Oberfläche ansprühen. Das, was ich hier mache, dem sagt man nass verkleben. Also ich nehme jetzt die Vinylfolie und klebe die nass auf dieses Spiegelchen. Und sobald ich das drauf habe, kann ich das noch ein wenig verschieben, so dass es auch wirklich stimmt. Durch das Wasser ist die Klebekraft natürlich noch nicht da. Und jetzt kann ich ganz vorsichtig das Wasser wieder unter der Folie wegschieben. Das ist ganz schön geworden. Mir gefällt dieses Spiegelchen. Und ich danke euch wieder einmal sehr herzlich fürs Zuhören bei diesem kurzen Video und hoffe, dass ich einige Likes bekomme und dass ihr auch zukünftig bei meinen Videos zuschaut. Abonniert doch meinen Kanal, dann könnt ihr sehen, was ich mit dem Cricut-Plotten oder auch dem Broder-Plotten noch weiteres zeige. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss!